Nun ist er wieder da, der Advent, mit all seinen Besonderheiten. Hoffen Sie auch auf eine schöne und friedliche Adventszeit? Das liegt sowohl an Gottes Segen als auch an Ihrer Entscheidung, Jesus Christus in das Zentrum Ihrer Adventstage zu stellen. Überall, wo er im Mittelpunkt ist, das sind Freude und Hoffnung. Auch im Leid kann die Freude an der Geburt Jesu unseren Kummer erträglicher machen. Leider gibt es weder für die Freude noch für die Hoffnung einen besonderen Einschaltknopf. Sie entstehen alleine aus dem kindlichen Vertrauen darauf, dass Jesus Christus uns liebt, uns vergibt und alle seine Versprechen einhält. Und dieses Vertrauen wächst, je mehr wir die Worte der Bibel in unseren Alltag hineinholen. Und darum haben wir in diesem Adventsbegleiter mit unseren adventlichen Gegenständen, bekannten Gefühlen und Geschichten, die uns die alten Weihnachtslieder erzählen, einfach alles miteinander verknüpft. Und heute begegnen wir mit einem der bekanntesten Adventsgegenstände, dem Adventskranz. 1. Dezember. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wenn ein Adventskranz eine Bewerbung schreibt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Gesuch nach Lebensfreude und einer Fachkraft dafür ist mir aufgefallen und so möchte ich mich Ihnen hiermit vorstellen. Ich heiße Advent Kranz, bin vor 182 Jahren in der Ideenschmiede des Erziehers Johann Hinrich Wiechern in Hamburg ursprünglich als Wagenrad geboren worden und habe zwei Muttersprachen. Neben Deutsch, wie mein Nachname ja zeigt, Kranz, beherrsche ich auch die lateinische Sprache. Auf Latein bedeutet mein Vorname Ankunft. Das passt doch gut, finde ich, denn diese Bewerbung ist jetzt bei Ihnen angekommen und ich selbst möchte auch bald bei Ihnen ankommen. So bitte ich darum, dass Sie mich einstellen, also in Ihr Haus hineinstellen. Vielleicht haben Sie ja sogar in Ihrem Herzen etwas Platz für mich, wenigstens während der nächsten 4 Wochen zur Probe. Denn meine tiefe Leidenschaft besteht darin, die Vorfreude auf das echte Leben im Menschen anzuzünden und am Brennen zu halten. Dieses wahre, ewige Leben hat kein Ende, deshalb ist meine Erscheinung auch ringförmig. Meine Stärke liegt darin, bei der Vorbereitung auf das große Fest zu helfen. Und dabei werden Sie Woche um Woche von meinem wechselnden Potenzial begeistert sein. Gerne möchte ich Sie und Ihre Lieben dabei unterstützen, selbst in Krisenzeiten den Blick für das Wesentliche, die Vorfreude auf den Retter Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, zu haben. Ich freue mich daher sehr auf Ihre Zusage, mich bei sich ein- und hinzustellen. Es ist nicht meine Vorstellung, ein verstaubter traditioneller Kranz bei Ihnen zu sein, sondern ein Herzensveränderer. Täglich werde ich Sie durch meine 4 Kerzen an Jesus Christus, das Licht der Welt, erinnern. So steht es in Johannes 8, Vers 12. Lassen Sie sich doch von seinem hellen Licht entzünden. Mit brennenden Grüßen, Herr Advent Kranz.